Heavenly Father, unser himmlischer Vater, thank you so much for the Sabbath day. Wir danken dir so sehr für diesen Sabbattag. Thank you that you forgive our sins. Wir danken dir, dass du uns unsere Sünden vergibst. And that you call us to come together, that we hear more from you. Und dass du uns zusammenrufst, dass wir hier mehr von dir hören können. We thank you for the 7 weeks that we fasted and prayed for our sick people. Wir danken dir für die 7 Tage, die wir gefastet und gebetet haben für unsere Kranken. And we are happy to see Vladi with us here. Und wir danken dir und sind glücklich, dass wir Vladi wieder unter uns sehen. But there are other sick people who are at home and others are in hospitals. Und wir wissen aber auch, dass leider andere Kranke noch zu Hause sind und andere im Krankenhaus. Yes, we are enjoying listening from you here, but your people are sick in the hospital. Wir freuen uns, dass wir hier deine Botschaft hören können, aber es gibt trotzdem noch Kranke zu Hause und in Krankenhäusern. We together bow our heads and we together humble ourselves that you may hear our prayer and heal our sick people. Wir neigen unsere Häupter zu dir und demütigen uns und bitten dich, dass du unsere Kranken heilst. We believe that you hear prayer and you answer prayer, Lord. Wir glauben daran, dass du Gebete erhörst und dass du auf Gebete antwortest. If that is your will, heal them so that one day they come and join us together here. Wenn es dein Wille ist, dann heile du sie, dass sie eines Tages wieder hier mit uns sein können. Today we have Matthäus. Heute ist Matthäus unter uns. He is going to preach the good news. Er wird die gute Nachricht predigen. We pray for the Holy Spirit to be with him. Wir bitten um den Heiligen Geist mit ihm zu sein. Teach him what to speak. Zeige du ihm, was er reden soll, and what not to speak, und was er nicht sagen soll. And let us all hear and accept and also be obedient to whatever will be preached today. Und lass uns das akzeptieren, was wir hören, aber auch dem gehorsam sein, was wir gehört haben. Thank you for the unity in this church. Wir danken dir für die Einheit in dieser Gemeinde. Keep us together. Halte du uns zusammen. Together to preach your good news. Zusammen deine gute Nachricht zu predigen. Together to be as a church until when you come. Und zusammen eins zu sein in dieser Gemeinde, bis du kommst. We pray in the name of Jesus. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Vielleicht erzähle ich euch zunächst erstmal ein bisschen was von meiner Person. Ich bin 1955 geboren, in einem völlig atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Und für mich war das richtig und maßgeblich, was in Nachrichten gebracht worden ist, was in den Zeitungen stand. Und wie das so in DDR-Zeiten war, könnt ihr euch das ja gut vorstellen, wie das so lief. Und ich hatte mir bis zu meiner Lehrzeit vorgenommen, ein richtiger guter Staatsbürger zu werden. Der Traum ist eigentlich sehr schnell zerbrochen, als ich dann in der Realität angekommen bin. Aber das hat noch nichts mit meinem Glauben zu tun. Ich bin dann irgendwann aus dem Berufsleben ausgeschieden und bin in eine Berufskapelle als Techniker gegangen. Dort habe ich also die Beleuchtungstechnik gemacht. Und dann hieß es plötzlich, wir werden das Rockmusical Jesus Christ Superstar aufführen. Das wird euch sicherlich ein Begriff sein. Für mich war es damals Neuland. Ich hatte mir die Textübersetzung besorgt, die Musik gehört, damit ich also eine Beleuchtungspartitur aufbauen kann, mit entsprechenden Stimmungen herausarbeiten und alles. Und natürlich musste ich mich mit dem Text auseinandersetzen. Da kam Jesus vor, da kam Pilatus vor. Es war für mich alles Neuland. Wusste ich nicht, was ist. Und der Freund von mir, der eigentlich mit mir im Haus groß geworden ist, der war dort Pianist gewesen. Und der sagte, pass auf, ich gebe dir ein Buch. Da habe ich Kirchengeschichte bekommen, eine Bibel hatte ich selber, irgendwo noch von meinen Großeltern. Ja, ich verstand nichts. Da hat er mich eines Tages mal mit zu sich in die evangelische Kirche reingenommen. Dort hatte ich zu lesen bekommen von einem, der diese historisch-kritische Methode, Bultmann hieß er, mit erfunden hat, entwickelt hat, dass ihm war er zuzuschreiben, die ganze Entmythologisierung der biblischen Texte. Und für mich war schnell klar zu sagen, naja, er ist zwar hier als Pfarrer angestellt, aber glaubt er denn wirklich das, was er, wofür er da ist? Und dann hat mich der junge Mann mit zu einem adventistischen Pastor hingenommen. Und der hat mir meine Fragen nicht einfach nur beantwortet, sondern hat mit mir zusammen die Bibel aufgeschlagen und hat mich die Antworten selbst finden lassen. Und das hat mich begeistert.
Da bin ich froh geworden darüber und habe mich dann 1979 entschieden, mich dort taufen zu lassen. Und das war für mich ein ganz wesentlicher und schöner Schritt gewesen, den ich bis heute nicht bereut habe. Es gab Auf und Ab im Christenleben, wie das bei jedem sicherlich so ist, aber da will ich mich jetzt in den Einzelheiten verlieren. Und habe meinen Platz in meiner Gemeinde gefunden, arbeite gern, sicherlich manchmal mit Widerständen, gerade bei uns in unserer Gegend, aber das soll uns ja bekanntlich nicht entmutigen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu heute Nachmittag. Mir geht es in diesem Vortrag am Nachmittag darum, anhand des biblischen Befundes zu zeigen, wie wichtig es ist, dort fest verankert zu sein, damit wir uns in unserer Gesellschaft, in der wir leben, orientieren können und Entscheidungen treffen können. Denn ich bin der Meinung, dass wenn wir warten, bis das Sonntagsgesetz da ist, dann ist es zu spät. Weil dann haben wir uns nicht gelernt, uns zu entscheiden. Das Entscheiden lernen muss vorher passieren. Und das passiert in kleinen Schritten und dort ist der liebe Gott gnädig und barmherzig mit uns, dass wir es auch lernen können. Ja, in meiner Predigt heute geht es um ein wesentliches Erbe, was wir aus der Reformation bekommen haben. Und in dem Zusammenhang beschäftige ich mich gern mit dem Ort, wo ich hingehe, wo ich eingeladen bin, was es hier für Zusammenhänge mit der Reformation gibt. Und da war ich doch sehr erstaunt, wie die Geschichte Aachens mit der Reformation verknüpft ist. Habt ihr da ein Gefühl dafür? Habt ihr euch damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, was hier so an wesentlichen Punkten gewesen ist? Das ist ein ganz großer Punkt, ist es, sind die Aachener Religionsunruhen. Und zwar hat sich in Aachen sehr spärlich erst die Reformation durchgesetzt. Einige Familien haben sich zur Reformation bekannt und aus Holland sind sehr viele Handwerker hiermit zugezogen. Entschuldigung. Und die haben eigentlich dann den Kern des reformatorischen Lagers gemacht. Aber da der Einfluss der römisch-katholischen Kirche hier sehr groß gewesen ist, was ja auch verständlich ist, denn es war Krönungsstadt Aachen. Und den Einfluss, diesen Pfund, wollten sie einfach nicht verlieren und haben natürlich immer mit allen möglichen Mitteln und Methoden versucht, hier die Evangelischen wieder zu vertreiben, zurückzunehmen. Manchmal hatten sie in der Bürgerschaft, die Protestanten, die Mehrheit gehabt und dann gab es wieder eine Reichsachtung und was weiß ich alles. Also ich mache euch Mut, dass ihr euch mal mit dieser Geschichte auseinandersetzt und schaut an, was es da für eine Lehre gibt. Dankeschön. Ist schon, ja, wusste ich nicht. Das reicht mir dann so, ist das gut. Ja, weil ich denke, das hat einen ganz besonderen Einfluss auch auf uns als Adventgemeinde. Hier auch mit der eigenen Kirchengeschichte vertraut zu sein, da werdet ihr sicherlich, und so kam mir die Idee, sehr, sehr für euch maßgeblich sein könnt, welche Stellung ihr hier in eurer Stadt habt. Einfach diese Fackel der Reformation weiterzutragen. So. Ich muss zugeben, dass die Region, wo ich herkomme, aus Sachsen, Thüringen, ist das reformatorische Pflaster etwas gefestigter. Vielleicht ist das eine Erkenntnis, dass es auch wichtig ist, im biblischen Fundament, wenn man das ausleben will, dass man vernetzt ist mit anderen. Und das hat mir Aachen gezeigt. Aachen war immer sehr isoliert gewesen. Wenn gar nichts mehr ging, kam die spanische Armee und hat hier wieder die Stadt belagert und dann war Ruhe gewesen. Hilfe von außen kam eigentlich nur ganz spärlich und ganz wenig. Also Vernetzung ist eigentlich ein Wort,
mit, was dort hilfreich ist. Eine Geschichte, die bei mir sehr nah ist, an meinem Heimatort, nah bei Dresden, vielleicht so 15 Kilometer entfernt, befindet sich die Stadt Pirna. Und dort ist ein Geburtshaus von einem ganz wesentlichen Mann, der mit die Reformation verursacht hat. Tetzel, ist euch der Name ein Begriff? Dieser Tetzel ist dort geboren worden, der lebte von 1465 bis 1519. Und dieser Mann hat die Reformation eigentlich geradezu provoziert. Was war denn das, womit dieser Tetzel so einen Bekanntheitsgrad erreicht hat? Wisst ihr das, was da so eine Rolle gespielt hat? Bitte? Der Ablasshandel, genau. Sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui die Seel in Himmel springt. Das war so dieses Motto, also bezahle für dein Seelenheil. Und zur gleichen Zeit gab es an einem anderen Ort einen Mann, dem dieser Ablasshandel ein Dorn im Auge gewesen ist. Das ist Martin Luther gewesen. Und dieser Mann hat ja selbst über Jahre sich mit Fragen nach der Vergebung herumgeschlagen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und Tetzel war für diesen Luther mit seinem Ablasshandel ein direkter Anstoß, denn er rang damals mit dieser Frage, wie er mit Gott gerecht werden konnte. Und womit sich heute unsere Gedanken beschäftigen, soll sein, was hat denn Luther so grundlegend anders als dieser Tetzel über die Reformation verstanden, also über die Rechtfertigung verstanden. Tetzel wurde zwar ein Auftreten in Wittenberg verboten, aber dennoch wanderten viele Bürger über die Landesgrenzen nach Magdeburg zu diesem Tetzel hin. Also es war eine regelrechte religiöse Bewegung, manchmal so ein bisschen wie die Adventisten, ach, das ist eine gute Veranstaltung, setzen wir ins Auto und fahren hin und die eigenen Gemeinden sind leer. Und das hat Luther natürlich entzündet. Den inneren Zwist, den Martin Luther mit dem Auftreten Tetzels in Magdeburg hatte, begegnete er mit einer ganz gezielten Aktion, die einen Disput entfachen sollte. Das war der Anschlag der 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg. Also das war eigentlich der Anlass gewesen, warum Martin Luther diese 95 Diskussionsgrundlagen hat veröffentlicht. Die Idee hinter dem Ablasshandel war ja, gegen Bezahlung Gerechtigkeit zu erlangen. Was denkt ihr, was war denn die theologische Grundlage für diesen Ablasshandel? Habt ihr da eine Ahnung, was da für eine Rolle gespielt hat? Das Geld war ja die eine Seite, aber was war theologisch die Grundlage für den Ablasshandel? Gut, ich sag's euch. Also, der Gedanke dabei ist, dass man seine Erlösung vom Fegefeuer mit Geld erkaufen kann, aber das Geld spielte die untergeordnete Rolle. Und ab hier wird es sehr interessant und ernst und das möchten wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Die theologische Grundlage selbst war, dass heilige Personen, also irgendwelche Menschen, die als Heilige, die heilig gesprochen wurden, überschüssige gute Taten angehäuft haben in ihrem Leben. Die haben also mehr gute Taten gehabt, als sie für sich, für ihre Erlösung selbst brauchten. Und diesen Überschuss an guten Taten hat die Kirche verwaltet und die Gläubigen konnten das mit Geld erwerben. Das ist die Grundlage. Was hatte Luther dagegen zu setzen? Kennt ihr den programmatischen Text der Reformation? Ein Haupttext, den Luther im Prinzip vor sich hergetragen hat? Ja? Römer, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und jetzt kommt das Wichtige. Denn es wird darin, also in dem Evangelium, offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben.
ein Fazit der Reformation, das eigentlich bis heute tragen sollte. Im Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir heute, die wir damit eigentlich tagtäglich umgehen, wenn wir von Glauben sprechen, wie würden wir denn das unser Verständnis vom Evangelium zusammenfassen? Was wären die wichtigsten Aussagen? Ich denke, es kommt sofort wie aus der Pistole geschossen, solche Worte, dass Jesus für uns gestorben ist. Ist richtig, zweifellos. Dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Natürlich, richtig. Und dass uns Gott deswegen ewiges Leben geben kann. Aber ist das alles? Aber woran zeigt sich denn im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, wie wir gelesen haben? Stellen wir, wie übrigens viele unserer Zeitgenossen, die Frage, was ist denn gerecht? Ist es gerecht, wenn ein Mörder einfach nicht ins Gefängnis muss, nur weil er eingesehen hat, dass seine Tat falsch war? Ist das Gerechtigkeit? Fragen wir die Bibel. 5. Mose 6, Vers 25. Und dort schreibt Mose, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Gerechtigkeit ist der Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Das sagt der Paulus ganz deutlich, der Mose ganz deutlich. Brauchen wir denn solche Gerechtigkeit? Ist Gehorsam nicht völlig aus der Mode gekommen? Warum wir diese Gerechtigkeit brauchen, kann uns Paulus beantworten. Und zwar Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Oder schon im Vers 10 schreibt er, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Halten wir fest, wir müssten eigentlich alle gerecht sein, um vor Gott bestehen zu können. Das hat der Mosetext gesagt. Zweitens sagt Paulus, uns fehlt allen diese Gerechtigkeit, ausnahmslos. Und genau das ist die Frage, die sich ein Luther stellte und mit der Tetzel eine Menge Geld eingesammelt hat. Woher bekommen wir das, was uns fehlt? Welche Möglichkeit gibt es, diese Gerechtigkeit zu empfangen? Ein paar Vorschläge. Erste Möglichkeit, ich bin einfach gehorsam. Reicht das? Nützt nichts. Mein Gehorsam kommt in jedem Fall zu spät. Selbst wenn ich es schaffen würde, zu 100% gehorsam zu sein, mein Gehorsam kommt zu spät. Denn es gibt die Zeit, bevor ich das wurde. Und schon da habe ich die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt, verfehlt. Ich brauche also eine Gerechtigkeit aus einer anderen Quelle. Die zweite Möglichkeit, was ist mit dem Opfer aus dem alten Israel? Kann uns das Gerechtigkeit bringen? Hebräer 10, Vers 4 sagt, es ist unmöglich, dass durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden weggenommen werden. Es ist unmöglich. Denn es geschieht nur eine Erinnerung. Das heißt, ein Opfertier kann uns nicht die Gerechtigkeit, den Gehorsam schenken, den wir brauchen. Dann haben wir noch eine dritte Möglichkeit. Vielleicht wäre es gerecht, dass ein anderer Mensch für uns stirbt. Und so abwegig ist diese Idee gar nicht. Aus diesem Gedanken kommt alles das, was mit den, in der Geschichte der Menschheit mit den Menschenopfern zusammenhängt. Aber lassen wir mal den Aspekt so zur Seite und gehen mal davon aus, dass es jemand freiwillig machen würde. Es ist jemand freiwillig, der sein Leben für mich hingibt, dass ich leben kann, ewig leben kann. Die Bibel hat dort einige Beispiele. 2. Mose 32 und die Verse 32 und 33. Dort ging es darum, dass Mose sich opfern wollte, damit sein Volk gerettet wird.
Mose, der Gerechte, als ein freiwilliges Opfer für das Volk. Gott hat das abgelehnt. Hesekiel 14, Vers 20, da steht, und Noah, Daniel und Hiob wären darin, also in diesem Land, was gerichtet werden soll. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Und dann haben wir noch Römer 9, Vers 3, wo sich Paulus für seine Volksgenossen anbietet. Ich möchte gelöscht sein aus dem Buch des Lebens, damit die Juden gerechtet werden. Also das funktioniert nicht. Ich habe aber noch eine Idee. Was wäre es denn, wenn das Leben eines Engels für uns gegeben wird? Ein Engel ist ja von Anfang an ohne Sünde. Ja, ich weiß, du bist mir da weit voraus. Ja, also der Engel ist ja tatsächlich sinnlos. Könnte der ein Opfer für uns bringen? Und ehe ich dafür eine biblische Begründung bringe, ein Wort von Ellen White. Ellen White schaut in einer Vision, wie sich Engel anboten, ihr Leben anstelle dem des Sohnes Gottes zu geben. Sie schreibt, die Engel fielen vor ihm nieder und boten ihr Leben zum Opfer an. Jesus sagte ihnen, dass er durch seinen Tod viele retten, aber dass das Leben eines Engels die Schuld nicht tilgen könnte. Sein Leben allein könne vom Vater als Lösegeld für den Menschen angenommen werden. Sein Leben allein. Frühe Schriften von Ellen White, Seite 135. Unser vorläufiges Fazit: Tiere können es nicht. Ich selbst kann es nicht. Menschen können es nicht, also andere Menschen für mich. Und Engel können wir auch nicht die Gerechtigkeit geben, die ich brauche. Aber warum? Und jetzt kommt die biblische Begründung. Lesen wir gemeinsam vielleicht, das ist ein bisschen längerer Text, dass wir das vielleicht gemeinsam aufschlagen. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Ich lese es mal nach der Hoffnung für alle, weil hier der Text nach meines Erachtens ganz gut wiedergegeben wird. Wie ist das bei euch? Fragte Jesus seine Zuhörer. Wenn euer Knecht vom Feld oder von der Herde heimkommt, sagt ihr dann zu ihm, komm, setz dich an den Tisch und iss. Oder werdet ihr ihm nicht erst den Auftrag geben, zieh dich um, mach mir etwas zu essen und deck den Tisch. Wenn ich gegessen habe, dann kannst du dich auch hinsetzen und essen und trinken. Kann der Knecht dafür einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Dasselbe gilt auch für euch. Wenn ihr in meinem Dienst alles getan habt, was ich euch aufgetragen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag erfüllt. Bis hierher der Text. Wenn du ein Knecht bist, hast du nur das ausgeführt, was deine Pflicht ist. Dank kannst du dafür nicht erwarten. Paulus hat seinen Dienst genauso verstanden. 1. Korinther 9, Vers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Paulus war also verpflichtet, das Evangelium zu predigen. Das haben wir ja in der Sabbatschullektion jetzt erst gehabt. Dass Paulus direkt von Jesus berufen worden ist, das Evangelium zu predigen. Und das hat er so verstanden. Warum? Das beantwortet Paulus in Galater 1, Vers 15. Und Gott hat mich vom Mutterleib an ausgesondert. Also nicht erst noch bei der Erscheinung vor Damaskus, sondern von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen.
Paulus hat also lediglich etwas getan, wozu er bestimmt war. Es war nichts Außergewöhnliches, wofür er Dank ernten konnte. Und das jetzt auf unsere Situation zu übertragen, das heißt, würden wir tatsächlich ein sündloses Leben führen, wozu wir eigentlich seit der Schöpfung bestimmt sind, hätten wir nur das getan, was zu tun unsere Pflicht ist. Nicht ein Stück mehr. Mein sündloses Leben würde gerade für mich ausreichen und niemand anders könnte davon profitieren. Und das ist auch der Grund dafür, dass selbst Engel ihr Leben nicht für andere geben können. Denn sie brauchen ihre Gerechtigkeit, ihr sündloses Leben für sich selbst. Sie haben nicht einen Schuss, nicht ein Millimeter Überschüssiges, was sie übertragen können. Jedes geschaffene Wesen, jeder, der sein Leben von Gott ableitet, in irgendeiner Form, hat eine Aufgabe. Und wenn er die Aufgabe perfekt ausführt, hat er nur das getan, was er tun musste. Darum kann kein Geschöpf im ganzen Universum auch nur ein Bruchteil seiner Sündlosigkeit, seiner Gerechtigkeit für andere abgeben. Jeder braucht die Sündlosigkeit und Gerechtigkeit für sich selbst. Unter diesem Blickwinkel mal das Gleichnis von den 10 Jungfrauen betrachtet. Ellen White hat dazu Folgendes geschrieben. Auch die 5 törichten Jungfrauen hatten Lampen, das heißt, sie besaßen Kenntnis der biblischen Wahrheit. Aber sie besaßen nicht die Gnade unseres Herrn. Tag für Tag treten sie sich im Reigen blutleerer Zeremonien und äußerlicher Pflichterfüllung. Aber ihren Dienst fehlte das Leben und die Gerechtigkeit Christi. Die Törichten sagten zu den anderen, gebt uns von eurem Öl, von eurer Gerechtigkeit. Tetzel hätte gesagt, ja natürlich, könnt ihr haben. Bisschen was bezahlen müsst ihr, dann kriegt ihr so einen Brief von mir. Die Antwort in diesem Gleichnis ist, nein, es wird es sonst weder für euch noch für uns reichen. Also auch hier sagt Jesus ganz deutlich, Gerechtigkeit ist nicht aufteilbar. Jedes geschaffene Wesen kann nur für sich selbst lösen, sorgen. Wie wir gelesen haben, Römer 3, Vers 10 beschreibt unsere Situation. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Damit haben wir ein Problem. Wir haben einen ständigen Mangel an Gerechtigkeit. Wir können das weder selber auffüllen, noch von jemandem bekommen, der selbst gehorsam schuldig ist. Und woher bekommen wir dann den Gehorsam, den wir so dringend brauchen, wenn uns kein geschaffenes Wesen etwas geben kann? Es müsste jemanden geben, der übertragbaren Gehorsam anhäufen kann. Es müsste jemand geben, der gehorsam ist, ohne ihn für sich selbst zu gebrauchen. Das müsste da jemand sein, der selbst nicht abhängig ist von Gott. Und den haben wir. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Dort können wir ganz deutlich lesen, da ist jemand, der lebt aus sich selbst heraus. Er ist nicht abhängig von Gott. Und das ist einmalig von allen Personen, die jemals hier auf dieser Erde gelebt haben. Ellen White schreibt im Leben Jesu, in Christus ist Leben original, ungeborgt und unabgeleitet. Das ist der Grund, warum Christus Gott nichts schuldet. Wenn wir die Göttlichkeit von Christus verstehen, können wir auch Erlösung begreifen. Vielleicht ein Beispiel. Wenn unsere Kinder uns im Garten helfen, wenn das ihre Pflichten sind, die wir aufgegeben haben. Natürlich werden wir uns danken, werden sie loben für das, was sie errichtet haben. Aber vom Prinzip her haben sie dafür Dank zu erwarten, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen. Als gute Eltern machen wir das natürlich. Aber wenn wir in Urlaub fahren und unser Nachbar kommt
und hegt und pflegt unseren Garten in der Zwischenzeit, dass wir weiterhin Freude haben, wenn wir wiederkommen. Was wären wir für Menschen, wenn wir diesen nicht danken würden? Und so ist das auch mit dieser Gerechtigkeit aus uns selbst heraus. Also wir haben einen, der diese Kriterien als einziger erfüllt. Jesus wurde freiwillig Mensch, um einen Gehorsam anzuhäufen, den er eigentlich nicht schuldig war, weil er selbst von Ewigkeit her ohne Anfang gewesen ist. Das ist der Grund, dass er Leben in sich selbst hat, dass er niemandem gehorsam sein müsste. Hebräer 5, Vers 8 und 9. So hat er, also Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Philipper 2, Vers 5 bis 8. So seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Jesus war nicht Knecht, weil ihn Gott dazu bestimmt hatte. Also er hat ihn nicht dazu geschaffen oder er ist auch nicht von ihm ausgegangen, um die Aufgabe eines Knechtes zu erfüllen. Er wurde es freiwillig. Er tat etwas, was er niemals hätte tun müssen. In Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Das Leben Jesu hat durch seinen Gehorsam eine Realität geschaffen, dass es tatsächlich überschüssige Gerechtigkeit gibt, die er verschenken oder übertragen kann. Und hier vielleicht nochmal als Einwurf, nochmal was den Tetzel anbetrifft. Das Prinzip der Heiligen, das ist die Grundlage des Antichristen. Dass also jemand anders in der Lage ist, Gerechtigkeit zu übertragen, außer Christus. Anstelle von Christus. Eine altbekannte Sache, und hier schließt sich bestimmt wieder der Kreislauf zu eurem Bibelstudien, Daniel 9, Vers 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun und die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit zu schaffen. Diese ewige Gerechtigkeit, sie gilt auf dem Zeitstrahl der Geschichte in beide Richtungen. Weil Christus selbst ewig ist, gilt seine ewige Gerechtigkeit, die er dort am Kreuz geschaffen hat, für die Zukunft und für die Vergangenheit. Bei einem jeden Akt des Gehorsams im Leben Jesu hat sich dieses Konto der Gerechtigkeit aufgeladen. Sein Gehorsam deckt jeden Zeitpunkt der Geschichte und jede Situation deines und meines Lebens ab. Was sind das für Konsequenzen für unser Bild über Christus? Wenn wir unser Wissen anwenden, was bedeutet das für das Leben Jesu auf unserer Erde als Mensch? War er nur Mensch? War er zugleich Gott? Und das ist eine Frage, an der viele auch in unserer Gemeinde scheitern. Und diese Frage, die immer sehr einseitig betrachtet wird. Johannes 5, Vers 30, dort sagt Jesus, ich kann nichts von mir aus tun. Das erweckt den Anschein, dass Jesus doch abhängig ist. Als Mensch, ganz genau. Zum Zeitpunkt seiner Erniedrigung, seiner Zeitpunkt, nachdem er sich erniedrigt hat und das Leben. Ellen White hat Folgendes gesagt: Christus hat seine Göttlichkeit nicht gegen Menschlichkeit ausgetauscht, sondern er hat seine Göttlichkeit
in Menschlichkeit gekleidet. Also er hat die Menschlichkeit wie ein Umhang umgehangen, aus Gnade, damit nicht alle, die ihm begegnen, kaputt gehen. Wenn er seine Göttlichkeit aufgegeben hätte, wäre sein Gehorsam nicht mehr freiwillig gewesen, sondern dann wäre er dazu verpflichtet gewesen. Dann hätte er ihn für sich selbst gebraucht. Bei jeder kritischen Situation hätte Jesus immer die Option gehabt, mit göttlicher Autorität zu agieren oder aber alternativ gehorsam zu sein und die Mittel einzusetzen, die auch dir und mir in der Begegnung, in der Anfechtung zur Verfügung stehen. In der Versuchung, in der Wüste, war er versucht, Steine zu Brot zu machen. Dort hat er nicht seine göttliche Macht gebraucht, sondern stand in Demut in dieser Situation und sagte mit dem Schriftwort, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Satan hat immer wieder versucht, Jesus genau diese Göttlichkeit, die Anwendung seiner göttlichen Macht herauszukitzeln. Immer wieder. Was ist der Beweis dessen, dass es wirklich so ist, dass Jesus nicht dazu bestimmt war, für die Menschen zu sterben, sondern dass er es tatsächlich freiwillig getan hat? War es die Heilungen, die Wunder, die er gebracht hat? War es die Auferweckung? Johannes 10, die Verse 17 und 18, sagt Jesus, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Das kann kein geschaffenes Wesen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Gott litt unter der Sünde und Jesus bot die Lösung an und darum liebte ihn Gott. Gott hat gesagt, dass ich es tun soll. Das war das Opfer des Vaters, dass er sich von seinem Sohn getrennt hat. Aber die Kraft dazu hat Jesus selbst. Sein Tod am Kreuz, weil dieser freiwillig war und für sich selbst nicht notwendig, deshalb ist seine Gerechtigkeit übertragbar. Und in der Auferstehung ist der Beweis, dass Gott das Opfer angenommen hat. Und Jesus hat mit seinem Tod und der Auferstehung das Konto eröffnet, von dem jeder von uns dieses Kapital ziehen kann. Wenn wir das mal mit einem Bankkonto vergleichen. Und um dass ich Zugriff auf dieses Konto habe, brauche ich eine PIN. Und das ist der Glaube. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glaube ist nicht der Gehorsam. Glaube ist nicht Erlösung. Glaube ist die PIN zu diesem ewigen Gehorsamskonto. Und mit diesem Konto wird meine Schuld aus der Vergangenheit bezahlt. Aber Gott ist bereit, weil ich immer noch bettelarm bin, mir für den jeden Tag immer wieder meine Börse aufzufrischen. Dass ich jeden Tag leben kann. Das sind die beiden Aspekte. Zugerechnete Gerechtigkeit für meine Altschulden, verliehene Gerechtigkeit für den Alltag, für den gegenwärtigen Tag. Er leiht mir weiterhin Geld, weil ich immer noch bettelarm bin. Ich habe nichts, woraus ich selbst leben kann. Zwei Probleme haben wir noch zu bewältigen. Das erste Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass es uns nicht nur an der notwendigen Gerechtigkeit mangelt, sondern wir haben auch selbst gesündigt, haben also aktiv selbst an unserer Situation mit Schuld. Wenn der Mensch sündigt, was wird er dadurch? Johannes 8, Vers 34. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Also wir sind dadurch, dass wir gesündigt haben, Knechte geworden. Nun sagt Gott, dass er den Sünder wieder frei bekommen will. Macht er das in seiner Allmacht einfach so?
wie der Raub der Sabinerin, kommt mit einem großen Pferd, sammelt den Sünder ein und sagt so, ab jetzt ist er meine. Ist das gerecht? Warum nicht? Weil der Sünder sich freiwillig auf die Seite Satans gestellt hat. Er hat sich freiwillig in die Knechtschaft begeben. Und dadurch hat Satan ein Recht auf den Sünder, wie der Sklavenhalter auf den Sklaven. Das könnt ihr mal nachlesen im 2. Mose 21, dort die Verse 2 bis 6. Wenn die Sklaven freigelassen worden sind und sie haben sich entschieden, freiwillig bei ihrem Herrn zu bleiben, dann wurden sie mit einem Pfriem am Türpfosten rangenagelt. Das war dieses Zeichen, dass er auf ewig dem Herrn bleiben sollte. Also hier war nichts mit Raub, einfach die Allmacht Gottes gebrauchen. Jetzt ist er meine der Sünde. Freiheit für den Sünder kann es nur geben, wenn sich jemand findet, der an der Stelle des Sünders Knecht wird. Es muss sich jemand stellvertretend Satan ausliefern. Wenn nun Jesus nun einfach als Gott gekommen wäre, um die Stelle des Sünders anzunehmen, hätte Satan jederzeit sagen können, das ist ja unfair. Menschen kann ich beeinflussen, aber Gott doch nicht. Das wäre keine relevante Stellvertretung. Jesus musste also Mensch werden, um tatsächlich unsere Stelle einnehmen zu können. Das ist etwa so, wie wenn sich jemand in einen Austausch, in einem Geiseldrama hingibt, der eigentlich alle Kraft hätte und was weiß ich was, sich dort selbst zu befreien, aber er begibt sich freiwillig in die Hand des Geiselnehmers, um andere Geiseln frei zu bekommen. Und wenn wir noch ein was sehen, wie über die Freiwilligkeit, die Wahl in der Auseinandersetzung, wer stirbt, fiel immer auf Jesus. Das war bei der Kreuzung so, wo dieser Barabbas freigegeben wurde. Da fiel die Wahl immer auf Jesus, dass er sterben soll. Hiob wurde in die Hände Satans gegeben, dort mit Grenzen, bei Jesus aber ohne Grenzen. Dann gibt es noch die Situation, Lukas 22, 53, ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, sagt Jesus, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Also hier geht es wieder darum, dass Jesus, obwohl er davon wusste, sich nicht auf und davon gemacht hat und eine andere Situation gesucht hatte. Satan hat auf der Erde das gemacht, was er schon immer mit ihm machen wollte. Gerechtigkeit ist Freikaufen, nicht Rauben. Und darum, wenn Satan im Gericht einen Anspruch auf dich oder mich erhebt, dann wird es heißen, nach Jesaja 54, 17, keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Jesus hat sich aber nicht nur Satan in die Hand gegeben, sondern er hat auch gleichzeitig die Sünde der ganzen Welt getragen. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Problem, was wir lösen müssen. Was muss denn der Sünder? Er muss sterben. Ewig. Einfach nicht nur den vorübergehenden Tod, sondern er muss den ewigen Tod sterben. Und das musste auch Jesus. Seine Menschlichkeit war ja von Gott abhängig. Jesus starb nicht an den Nägeln malen, sondern daran, dass Gott ihn verlassen hat. Weil die Sünde auf ihm lag und Sünde und Gott nicht miteinander vereinbar sind. Nicht, nie. In seiner Menschlichkeit war er ewig von Gott abgeschnitten. Und daraus folgt, wenn Jesus nicht Leben in sich selbst gehabt hätte, hätte er nicht auferstehen können. Und das könnte ja vielleicht bei manchen wieder den Widerspruch hervorrufen. Ja, was ist denn das? Einmal sagt Jesus in Johannes 12, Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihm, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Oder Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Sagen manche, ja, da gibt es einen Widerspruch. In Galater 1, Vers 1 steht, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das ist ja scheinbar ein Widerspruch.
Einmal hat es Jesus selbst getan und einmal hat es Gott getan. Aber die Bibel zeigt Prinzipien auf. Das ist das gleiche Prinzip wie in Johannes 3, wo auf einmal gesagt wird, Jesus tauft. Und in Johannes 4 heißt, Jesus tauft mich selbst. Es ist kein Widerspruch, denn Jesus trug die Verantwortung dafür, dass es geschah. Auf seinen Befehl hin geschahen die Taufen. So auch mit der Auferstehung. Sie ist geschehen auf den Befehl des Vaters hin, überbracht durch einen Engel. Die Tat selbst wurde durch Jesus vollbracht. Und schließlich hat er ja, wie in der Bibel auch steht, den Schlüssel des Totenreiches. Ihm wurde nicht einfach nur aufgeschlossen, wie bei Lazarus oder Mose, sondern er hat ihn selbst, Offenbarung 1, Vers 18, der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und damit schließt sich unser Kreis und wir sind wieder bei unserem Ausgangstext angekommen. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Möchtest du von diesem Konto zehren? Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Amen. Amen. Lieber himmlischer Vater, lieber Heiland, Lob und Anbetung und Preis sei dir und Dank dafür, dass du uns ewige Gerechtigkeit geschaffen hast. Wir wären verloren, wir wären, wenn wir auf uns allein gestellt wären. Aber so bist du unsere Stärke, so bist du unsere Hoffnung. Und ich bitte dich, dass du uns fest bei diesem Gedanken hältst, dass du unser Heil bist. Lass uns Kraft daraus schöpfen für unser Leben und auch für das Leben anderer Menschen, die diese Sehnsucht haben, doch gerettet zu werden. Herr, hilf du auch in dieser Stadt mit deinem Heiligen Geist, diese gute Nachricht überall zu verbreiten. Amen. Amen. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in den Händen. Und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Amen. Amen.